Guten Tag, mein Freund. Erschreckt euch nicht, ich weiß nicht aus. Aber Leute, wir haben heute einen spontanen Termin, von dem ich nicht mehr gedacht hätte, dass ich das wirklich durchziehe. Aber ich ziehe es durch. Ich sag euch nicht, was es ist, aber ich sag euch, es ist cool. Und ich sag euch, ich werde nicht so hingehen, wie ich gerade aussehe. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Und statt, dass ich mich früher fertig gemacht habe, Leute, habe ich lieber geschlafen. Und ja, jetzt bereue ich es ein bisschen. Aber egal, Leute. Egal. Das passiert am besten. Ich bin super aufgeregt. Ich habe Angst. Dass es nicht so wird, wie ich hoffe. Und ach mein Gott, ich wünschte, ich könnte euch es verraten. Aber Leute, ich habe geschworen, ich werde euch das erst sagen, zeigen, was auch immer, wenn es soweit ist. Und es ist in 1,5 Stunden soweit. Ja, ich hoffe, ihr wisst es schon. Für die, die es nicht wissen, schreibt jetzt Kommentare, bitte raten in den Kommentaren, was es wird. Keiner weiß außer Inga und Eric. Und Inga hat es aus mich gezwungen, rausgedrängt hat sie es. Und Aline habe ich es gesagt, weil... ich hatte Bock drauf. Ja, ich muss jetzt meine Wimpern kleben, meine Wimpern machen, meine Haare machen, mich noch anziehen, Leute. Und noch losfahren. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, in welcher Welt ich das schaffen wollte, aber ich versuche es trotzdem. Ja, ich weiß auch nicht, was ich anziehen soll, Leute. Aber ich glaube, ich habe schon so ein Ding in meinem Kopf. Aber irgendwie habe ich auch nichts in meinem Kopf. Mein Kopf tut sogar weh. Aber ich darf keine Ibu einnehmen. Wege mein Termin gleich. Und ja, ich habe Angst irgendwie. Keiner weiß es. Nicht mal meine engsten Freunde. Keiner weiß es. So Leute, bin jetzt ready. Ich bin nervös AF. Ich warte mal auf eine Nachricht. Wo steht, geh los? Und Leute, ich flitze mit meinem Auto los. Nervös bin ich eine 8 von 10 aktuell. Spaß, Junge, 11 von 10. Ich habe gleich Kacke in die Hose, Leute. Ich bin so nervös. I don't know what to do. Und das Schlimmste ist, ich kann nicht mit euch nicht mehr darüber reden. Gerade ein bisschen, wie schlimm es ist. Leute, I don't know what to do. Gottes Willen. Ich glaube, ich blase die Sache ab. Spaß. Ist auch 1 Stunde. Entschuldigung, Mama, wenn du das Video siehst. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wann die Nachricht kommt, Leute. Ich weiß es nicht. Aber Socken brauche ich trotzdem zum Anziehen. Moment. Hier geht gar nichts an. Okay, jetzt. Ja, das ist mein Outfit. Ich ziehe mein Apple Watch an, dass ich genau die Uhr im Überblick habe. Um 18 Uhr ist es soweit, Leute. 18 Uhr, merkt euch das. Merkt euch das nicht? Ist eh unnötig, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist aber der Zeitpunkt, wo es dann passiert. We need socks, because ohne Socken gehen wir nicht aus dem Haus. Es gibt auch ganz Leute, die denken, Socken sind overrated, bro. Was ist los? Ich weiß auch nicht, warum mein Handy nicht klingelt, Leute. Es muss einfach nur bing bing machen und gut ist. Von der Seite sehe ich es unterbelichtet. Doch, jetzt mache ich das Licht an. I cold iced tea. Keine Nachricht. Soll ich aber losfahren? Ich mache mich schon mal ready. Das ist ganz genau. Ich kenne mich, Leute. Ich kenne mich. Wenn die Nachricht kommt, fahr los, dann brauche ich jetzt nur 1000 Jahre noch. Ich hab fast gekotzt, weil es so viel war. Hier. We need my keychain, keys. Bagama keys. In the pocket. Ja, kenne mich nicht mit, Leute, weil ich schwitze vor Aufregung. I'm sweating like... und dann, ich hab sogar Wasser mitgenommen, Leute. Ach, Kaugummis, Leute, weil... ihr wisst, ich bin nicht Alina. Yes, I need that. Meine Apple hat vibriert. Ich dachte, ich habe eine Nachricht bekommen. War Prank. Ich bin ein Ziel erreicht. Ich weiß nicht, welches ist. Okay, Brille habe ich. Cheese Keys habe ich. Das habe ich. Ich bin so aufgeregt. Leute, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich jetzt nicht mache und es bereue? Und das möchte ich nicht so denken, deshalb mache ich es einfach. Wenn es so ist, Leute, ich kann es rückgängig machen. Es ist zwar teuer und weh, tun tut es wie eine 1 von 10. 1 ist hoch, wie eine 11 von 10, aber wir leben nur einmal, YOLO. Das ist eigentlich gar nicht mein Motto, YOLO, ne? Ich bin die größte Schisserin. Aber egal, wie geht's im Auto?
Oh mein Gott, wir gehen zum Auto. Wir gehen zum Auto. Wir gehen jetzt zum Auto. Ohne Wenn und Aber. Wir sehen uns im Auto wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt da. Wir sehen uns in so ungefähr einer Stunde. Denke ich, kommt gut hin. Ich bin sehr nervös. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob der Clip davor reinkam, aber falls nicht, dann, ja, ich zeig's euch nochmal. Genau, ich habe mir ein Tattoo gestochen, Leute, ich habe es keinem gesagt. Nicht mal meiner Mama. Ich habe es auch immer nicht gesagt, ich werde es auch nicht sagen, weil ich ein bisschen Angst. Aber ich zeig's euch. Bitte, das ist das Tattoo. Oh mein Gott, man sieht es nicht, man sieht es. Leute, ich liebe es. Alina ist heute ihre Haare machen lassen. Ich bin mir ein Tattoo stechen lassen. Das war so spontan. Wenn ihr die Story sehen wollt oder hören wollt, schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag Storytime. Ich gehe auf jeden Fall einkaufen, weil kleine Inga braucht Karotten für die Haare. Und Leute, Akin. Ich glaube, ich habe meine Brille mal vorne nicht gehabt. Aber ja, es ist so schön geworden. Leute, das ist, glaube ich, das schönste Tattoo, was ich je hatte. Und es hat mich nichts gekostet. Ich habe 30 Euro Trinkgeld gegeben, aber Leute, die Story ist crazy. Also wenn ihr die Story hören wollt, jetzt kommt da Storytime. Ich gehe jetzt einkaufen und ja, also der Vlog war jetzt halt nicht so lang, Leute, weil ich hatte wirklich nicht viel Zeit. Ich bin eine Stunde vor dem Termin auch aufgestanden, aber es hat sich gelohnt und Leute, es ist so schön. Ich mache mir gleich in die Hosen, aber es ist so verdammt schön, Leute. I can't. Wow. Ich muss jetzt erstmal meinen ganzen Freunden schicken. Die werden sich bestimmt drauf wundern, warum ich sie nicht gesagt habe, aber ja. Leute, für dieses Tattoo habe ich von der Ibu verzichtet. Und ihr wisst, ich habe immer Kopfschmerzen. Ich brauche immer eine Ibu, aber diesmal habe ich drauf verzichtet, weil ich weiß, irgendwie, das darf man irgendwie so nicht, so wie ich es mitbekommen habe. Vielleicht ist auch falsch. Aber ja, egal. Ich gehe es einkaufen. Wie findet ihr es? Schreibt jetzt Kommentare. Meine lieben Freunde, das war es auch noch nicht. Wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Gerade eben war Edeka. Ich habe ja gesagt, ich gehe einkaufen. Habe ich auch gemacht. Ich hatte bei dem 15 Euro dabei. Gott sei Dank hat es nicht mehr gekostet. Leute, dann habe ich mich so bei mit. Aber abgesehen davon, ich habe einer älteren Frau geholfen, Leute. Und zwar, sie war halt auf dem Weg nach Hause. Beziehungsweise halt auf dem Parkplatz. Und dann hat sie gesagt, so, oh, und ihr Rücken tut ganz weh. Sie hat irgendwas angeklemmt, irgendein Nerv. Dann habe ich sie nach Hause gefahren. Sie müsste 10 Minuten laufen. Ich habe gesagt, komm, ich fahre sie, kein Problem. Dann habe ich sie gefahren und, genau. Und dann wollte sie mir Geld anbieten. Ich habe gesagt, nee, das passt so. Sorry, aber Leute, ich fahre sie jetzt auch nicht nach Hause. Ich biete an, dass ich sie nach Hause fahre und dann nehme ich Geld von ihr. Aber sie hat viel geredet. Aber es geht. Ich fand's super. Ja, ich bin auf jeden Fall zu Hause, Leute. Der Tag an sich war eine 11 von 10. Ich habe ein Tattoo. Kopfschmerzen habe ich trotzdem. Ich habe eine ältere Frau nach Hause gefahren. Ich hatte genug Geld, um einzukaufen. Ich habe ein neues Wasser geholt. Also, I can't beschweren mich, Leute. Mein Auto sieht super aus, ich sehe super aus, ihr seht super aus, mein Tattoo sieht super aus. Leute, was will ich noch mehr? Nix. Ja, also schreibt in die Kommentare, Leute, wie ihr mein Tattoo findet und ob ihr die Storytime haben wollt, wie es zu dem Tattoo gekommen ist. By the way, es war sehr spontan, es wurde gestern erst beschlossen. Und ihr wisst, ich hasse Spontanität, aber diesmal dachte ich mir so, komm, machen wir einfach. Ja, Leute, jetzt nach Hause. Ich muss aufräumen. Kein Bock. Guck mal, meine Freunde, heute ist Sonntag. Ich zeig euch mal, wie ein Sonntag bei uns so aussieht. Das klingelt schon zum vierten Mal. Und soll ich was sagen? Alina schläft noch immer. Mein Gott, Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hallo, ich habe irgendwas eingestellt, ich weiß nicht, was ist. Okay, jetzt wirklich guten Morgen, meine Freunde. Heute ist Sonntag und ja, mein Tattoo hat inzwischen. Ich zeige es euch. Es sieht sehr fresh aus. Es ist dabei gerade eben halt Haut zu bilden, also wundemäßig. Das ist ganz normal, das passiert immer. Ich wollte auch eigentlich erst in 9 Minuten aufstehen, aber jemand dachte sich, komm, ich wecke die alle mal. Leute, ich hasse es bei Alina. Ihr Wecker klingelt schon gefühlt, bevor ihr überhaupt mental bereit seid. Der klingelt seit, ich glaube, 10.30 Uhr. Nee, 10 Uhr klingelt der. In so 8 Minuten Abstand ungefähr. Das ist echt nicht normal. Ich brauche jetzt erstmal eine Capri-Sonne für den Zucker. Ich habe gemerkt, ich bin fast umgekippt. Boxing Cake. Challenge. Ein bisschen laut, ne? Challenge. Eigentlich, Leute, ich weiß gar nicht, ob ich wach bin. Zuerst sagen wir guten Morgen zu meinem Häschen. Oh Gott, der ist so weit weg. Oh, Sunny, ich bin alt. Du weißt das. Sunny ist einfach genauso schockiert wie ich, dass ich schon wach bin. Daran liegt es.
Eigentlich muss ich auch Haare färben. Ich glaube, ob Inge wach ist, Leute, wenn Inge wach ist, dann färbe ich heute meine Haare. Wenn nicht, dann nicht. Bisschen Leben, so mache ich mein Glück aus. Ich schreibe, Leute, so viele wichtige Entscheidungen, gell? Mache ich einfach Glückssache. Sieht ein bisschen so aus, als wäre sie wach. Inga ist aber nicht da. Pookie? Oh mein Gott. Meine Mama ist auch nicht da. Wo sind die? Mir gefällt das Ganze nicht. Scheiße, Passwort kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall. Ich dachte schon, wo bist du? Inga. I need half-farbing. Half-farbe. Auf jeden Fall hat die hat ihre Edeka-Tüte vergessen. Wir gucken, was sie so gekauft hat. Einmal rote Haarfarbe. Eine totes Meermaske. Oh mein Gott. Ein Puder. Oh mein Gott. So lush. Auf jeden Fall, Leute, ich habe mir überlegt, ob ich halt jetzt meine Haare färben soll. Eigentlich wollte es meine Freundin färben, aber ich weiß nicht, ob sie wach ist. Und dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt färbe, dann muss ich eine halbe Stunde duschen gehen. Ich möchte noch nicht duschen gehen, weil, das heißt, am Abend sind meine Haare wieder fertig. Ich muss erst so auf 14 Uhr duschen gehen. Das heißt, ich schreibe meine Freundin jetzt um 13 Uhr, dass ich meine Haare färben kann. Okay, ich glaube, ich rufe sie an. Dann ist es auch am schnellsten. Und wenn sie schläft, dann weche ich sie halt auf, ne? Ist aber schuld, warum schläfst du noch um 10.30 Uhr? Bist du klug? Achso, kannst du um 13.30 Uhr meine Haare färben? 13.30 Uhr. Ja, 13 Uhr ist auch okay. Immer busy. Okay, 13 Uhr bei dir dann, oder? Easy, Leute. 13 Uhr, guckt, Haare färben. Dann gehe ich halt rüber. Da muss ich kurz rüberlaufen. Tüte auf den Kopf, aber ist auch eigentlich kein Problem. Dann gehe ich duschen. Und dann habe ich frische Haare. Weil, Leute, gestern, ich zeig's euch. Gestern, ich war auf dem Klo. Und ich wollte den Leuten mein Merch zeigen. Dann sehe ich das. Seht ihr das? Das ist blond und hier ist braun. Ich war schockiert, Leute. Ich war schockiert. Ich dachte, ich heul gleich. Und dann ist mir aufgefallen, natürlich will keiner mit mir befreundet sein, wenn meine Haare 1000 Farben haben. Die denken, ich bin auch so inkompetent für meine Haare. Bin ich auch, aber müssen die ja nicht wissen. Hup. Oh mein Gott, ich habe hier schon irgendwas von meinem Zimmer. Ja, deshalb brauche ich jetzt auf, weil ich möchte nicht so aussehen wie mein Zimmer. Dreckig. Ich zeige euch kurz einen vorher. Inga kann ein bisschen aus meinem Zimmer raus. Leute, das war Ingas Rücken. Ja, Leute. Ja. So sieht mein Zimmer jetzt aus. Ich putze jetzt eine Stunde. Und dann gucken wir, wie es in einer Stunde aussieht. Bis dann. Peace, Leute, kurz Update. Alexa, wie spät ist es? Es ist 12.50 Uhr. Ja, ich gehe gleich rüber, Haare färben. Mein Zimmer ist aufgeräumt. Ich muss noch Müll schmeißen, aber so gesehen ist nicht meine Aufgabe. Alina ist dran. Ich habe Jackpot, Leute. Ich muss meinen eigenen Müll nicht wegwerfen. Ich nasche gerade mit Chips. Schau ein bisschen Netflix. Ich gehe gleich rüber. Dann Haare färben, dann gehe ich rüber. Dann chill ich. Vielleicht esse ich was, Leute. Weil ich habe gesehen, wir haben Pelmeni im Kühlfach. Wird schon bocken. Ja. Aber auf jeden Fall so Süßigkeiten jetzt, warte. Sweeties. Habe ich mir jetzt da hingelegt. Die werde ich so dumm naschen. Und ja. Ich nasche jetzt noch ein bisschen, dann gehe ich rüber. Dann sehen wir uns, wenn meine Haare nicht ausgewaschen sind. Sondern halt nach dem Haarefärben macht Sinn, oder? Ja, tschüss. Okay, Leute, also meine Freundin hat jetzt mein Haar gefärbt. Ich gehe jetzt duschen, dann sehen wir uns wieder. Ich zeige euch kurz mein Zimmer. So. Ist auf jeden Fall jetzt wieder aufgeräumt. Reicht aus zum Leben. Ich gehe jetzt meine Haare waschen. Und dann sehen wir uns später beim Schminken. Okay, hallo Leute. Nächster Tag. Ich habe gestern auszusehen nicht mehr gefilmt. I was too tired, you know. Ich muss schon arbeiten. Ich arbeite nicht. Wir sehen uns später. Ich weiß ganz genau, ich werde nach Arbeit schlafen gehen. Aber wir sehen uns trotzdem später. Okay, Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mich jetzt geduscht. Jetzt laser ich kurz meine Achseln und dann gehe ich schlafen. Ich habe mir was zu essen bestellt von Burger King. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Und dann naschen wir. Ja, Leute, ich bin müde. Aber egal. Ich esse
dann schlafe ich, dann schminke ich mich und dann drehe ich. Und dann gehe ich heute Abend vielleicht, weil ich noch Kraft habe, raus. Und ja, mir ist aufgefallen, ich zeige mich in diesem Vlog so viel ungeschminkt. Also Leute, erschreckt euch nicht. Leute, ich habe euch jetzt geschminkt und ja, wir fangen wieder zu spät an mit Dreh. Was soll ich tun? Wir drehen jetzt. Ich hab Koteletten. Oh mein Gott. Ey, du hast recht. Das Video ist nicht so, wie ich dachte. Ich wurde enttäuscht und belogen von Inga. Schaut das Video auf jeden Fall selber an auf unserem Hauptkanal Selina. Das bin ich. Ich wurde so belogen von Inga, Leute. Ich habe mich so gefreut. Kennt ihr das? Das ist wie wenn jemand sagt, er kauft euch das Geschenk und er kauft euch das, aber er kauft es für sich selber? Tell a YouTuber!